und irgendeinen Scheiß machen. Alle Roddeldies gerettet. Oh nein, nicht schon wieder Tornado. Da bekommt man nur gesagt, wie man das Geld von der Bank vermehrt, aber nicht sein eigenes. Ja, genau, das stimmt. Ah, Tornado. Nein, Tornado ist nicht so schön. Tornado ist nicht so cool. Okay. Okay, das ist jetzt soweit klar. Also kann man Kurven fliegen? Oh, man kann Kurven fliegen, aber wie kann man das wieder abbrechen? Oh, ne. Oh, yo, hör auf damit. Wir müssen weiter in das nächste Portal, in den nächsten Abschnitt. Hä? Ah. Jo. Und nu? Ah. Jetzt geht da oben weiter. Oh, da ist schon das Ziel. Haben wir es geschafft? Ne, das waren länger als 30 Sekunden, oder? Nee, waren es nicht. Nice, das war easy. Und das war Schwierigkeitsstufe 2. Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht erzählen. Das war einfacher als so manche 3er, 1er. Jetzt habe ich... Macht das Sinn, was ich gerade erzähle? Ich glaube nicht. Ach, ich bin zu wählerisch, möchte keine Schichtarbeit, keine Wochenende. Hä, worauf ist das denn jetzt bezogen auf einmal? Oder habe ich was überlesen? Nee, habe ich nicht. Ach, ich bin zu wählerisch, möchte keine Schichtarbeit, kein Wochenenden? Hä? Einfach rauskaufen, die Mieter zahlen mit der Miete, die Raten und wenn es abbezahlt ist, hat man die Miete in die eigene Tasche. Wäre so eine Möglichkeit. Wäre so eine Möglichkeit. Aber dafür brauchst du erstmal das Geld, um dir überhaupt ein Haus zu kaufen. Hat sie schon gesagt, dass sie auf Jobsuche ist? Hat sie das? Ach so, ich dachte, das wäre... muss weiter nach Jobs gucken. Ich dachte irgendwie, das wäre auf was anderes bezogen. Hä, du? Warum? Wurdest du gefeuert? Ja! Sicher hat das immer Kontext von dir, was du sagst, aber mit 5 Tagen Pause zwischen. Lisa wurde gekündigt. Oh Gott, Bremskugel, bitte. Schwierigkeit 3. Ja, aber Penis halt ein Drecksladen, ja. Oder einen Geldbaum pflanzen im Garten und jeden Tag einen Huni abziehen. Wenn das so wie gehen würde, wie bei Animal Crossing, das wäre nice. Einfach so einen Sack mit Sternis nehmen, vergraben, 3 Tage warten und dann hat man einen Baum mit nicht Blättern, sondern Geld. Ja. Jetzt kommt 7 Sekunden. Hä? Hätte ich lieber einen Gott, Ilse, den ich am Schwanz ziehen kann. 7 Sekunden. Was? 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 Ach so, ich kann da... Ach so, ich kann dabei laufen. Ah. Okay, Moment. Also direkt den hier, direkt so. Und direkt durchlaufen. Damit ist nämlich auch die Zeit verlangsamt. Aber wie lange hält das? Okay, krass. Das ist ja eine coole Aufgabe. Nein! Ey, stopp! Du musst hier auf, ey! Okay, vielleicht ist sie doch gar nicht so cool. What? Nicht für weniger als sie verkaufen. Ja, erstmal sehen, wie die Hausen das macht. Ab April 2022 bekommen Pflegehilfskräfte 12,50 Stunden Lohn. Hauswirtschaft und Betreuung gehört nicht dazu, geil, oder? Naja, du sagst ja immer, du bist nicht Pflege. Ne? Pff. Sonst beschwerst du dich auch, wenn alle sagen, du bist Pflege. Das ist immer, ich bin ja keine Pflege, aber ja, keine Ahnung. Wenn das halt anders bezahlt wird, dann weiß nicht. Okay. Da muss es noch irgendeinen Trick geben. Da muss sie noch irgendeinen Trick geben, wie man hier schneller durchkommt, oder nicht?
Weil das hält ja nicht. Ach so, doch. Ach so, wir müssen... Ah, wir müssen... Ach so. Wir müssen Gegner treffen, bevor das wieder abläuft. Ah, und dann verlängert sich die Zeit, wo wir... Ah. Jetzt habe ich das hier verstanden. Ah, cool. Ja, easy. Das war Schwierigkeit 3? Man musste nur einmal verstehen, wie das funktioniert. Und das war sehr super easy. Die gar nichts macht, nur Erschaputz bekommt mehr als ich. Naja, wenn sie halt einen anderen Beruf hat, der halt besser bezahlt wird. Keine Ahnung. Aber es war bei allen. Ist doch egal. Trotzdem muss man sich nicht unter Wert... Nein, das ist richtig. Nein, das ist richtig. Ich sag ja nicht, dass das Geld gerechtfertigt ist, was die Lisa bekommt. Ne? Ich sag ja nicht, dass... Ne? Ist ja schon richtig, aber wenn man halt nun mal Schläge im Allgemeinen besser bezahlt wird als Hauptwirtschaft, dann ist das nun mal so. So, versteht ihr, was ich meine? Schlacht auf der Blizzardbrücke. Ja, wird sie aber im Allgemeinen nicht. Aktuell bekommen die genauso viel wie Lisa. Und in der Diakonie bekommst du 15 Euro Stundenlohn in Teilzeit. Naja, dann mach das. Das klingt jetzt eigentlich schon nach einem Bossfight, oder? Aber das ist ja noch nicht das Bosslevel der dritten Welt. Irgendwie komisch. Dann viel Erfolg bei der Suche. Au! Oder macht so wie... Ich bleib... Oh, shit. Oh, ich glaube, ich hätte lieber den anderen nehmen sollen. Nein! Ah! Ja, wir halten, schalten und boom. Ja, wenn man den gut aufstellen kann, dann macht der echt gut Schaden, ne? Der hier macht sau wenig Schaden, aber, naja. Gut, ich könnte mir vorstellen, dass es wieder irgendeine Mission damit zu tun hat. Uhuhui. Nein, als ob der gerade dann, die Kitty erschrickt immer so. Hallo Kitty, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Nein, jetzt hör auf. Jetzt macht er wieder sein Schutzschild. Jetzt können wir aber hier ihm wieder so einen aufgeladenen Schuss geben, ne? Yo, tot ist er. Bin jetzt weg im Termin, bis gleich. Yo, bis gleich, Marcel. Viel Erfolg beim Reichwerden. Oh, Schwert. Ich muss leider gleich weg, die Oma hat Geburtstag und so. Ah, okay. Schade, dass du gleich wieder weg musst. Aber viel Spaß auf jeden Fall gleich bei deiner Omi. Und, Nikiti, morgen nicht vergessen. Morgen House of Ashes. Musst du dabei sein. Aber freut mich trotzdem, dass du kurz reinschaust. Marvin. Ja! Ne, kann man doch mal sagen. Viel, ne? Wir wollen ja mal, dass ne, viel Erfolg beim Reichwerden kann jeder gebrauchen. Oh, dieses Timing. Habt ihr das gesehen? Haben wir schon irgendwas? Wir haben noch gar nichts geschafft bis jetzt. Ja, sammel trotzdem Watchzeit. Oh, danke. Auf jeden Fall, das ist cool. Danke für deinen Lurk auf jeden Fall. Das nenne ich Unterstützung. Danke, danke, danke. Was mache ich denn hier für einen Scheiß? Okay. Das ist sehr nett von dir, Kitty, dass du im Lurk bleibst. Bäh, der Stinkefinger. Boah, du hast recht. Aber der war ja auch gerade in meinem Popo. Da ist er! Also, vorm Stream, ne? Ich wollte ja nicht, dass ihr mir dabei zuseht. Aber es war die erste Waddle Dee. Oh, das hier ist eine Mission. Mach kaputt!
Yo, entferne 4 Gesuchtposter. 4 Stück, okay. Und dann mit dem Finger die Bämme schmieren. Yummy. So muss das sein. Alles für den Geschmack, ne? Alles für den Geschmack. Oh, deswegen heißt es immer Schlacht in der Brücke. Aber wie wenig Schaden macht denn das Schwert? Willst du mich verarschen? Geh weg! Yo! Das dauert mir alles so lange. Merkt man kaum, dass mir das Schwert zu wenig Schaden macht. Wenn man diese 3 Schläge hintereinander drauf packt, dann passt das aber. Was ist los, Lisa? Du guckst so erschrocken. Als ob wir irgendwas Komisches gesagt hätten oder so. Hallo? Nee, wir wollen keine Eisprinzessin sein. Deswegen heißt es auch Schlacht auf der Blizzardbrücke, weil wir hier Schlachten machen müssen. Wer hätte das gedacht? Oh, aber nochmal kurz gucken, ob es hier irgendwo ein Gesuchtposter oder sowas gibt. Wir dürfen die Gesuchtposter, aber da links ist auf jeden Fall noch ein Secret. Mich schockt seit heute nichts mehr. Warum seit heute? Wegen dem Geld oder was? Hat dich das jetzt geschockt oder wie? Hä? Wir brauchen doch hier so einen Ringo. Oder nicht? Hm? Wir müssen doch hier irgendwie Luft. Hä? Was übersehe ich? Habe ich einfach so beschlossen. Okay. Ah, nein, wir brauchen den Tornado. Moment. Wir brauchen ihn hier. Ah, okay. So muss das gemacht werden. Und, okay, wir müssen... Ah, scheiße. Wir müssen schneller sein, aber wie kommen wir dann da rein? Ich wollte am Wochenende Checkedina Gulasch machen. Eigentlich könnte ich jetzt schon den Topf kochen und am Samstag das Sauerkraut dazu schmeißen. Yummy. Da will ich aber vorbeikommen, Serena. Nein, das hört sich lecker an. Sind wir auch eingeladen, Serena? Bestimmt, ne? So, jetzt müssen wir uns vollstopfen. Ah, und jetzt schnell sein, damit wir hier das... Jesus, kaputt! Yo! Aber kein Gesuchtposter hier? Oh. Ich wollte eigentlich Scheiben in den Topf kacken. Ach so, okay, dann komme ich doch nicht vorbei. Und dann ist das doch nicht so lecker. Wir haben kein Gesuchtposter! Ab heute oder? 18 Uhr, ne? Ab heute 18 Uhr? Morgen? Nein, morgen. Du hast geschrieben morgen. Ja, morgen. Ja, morgen 18 Uhr. Ja. Morgen House of Ashes ab 18 Uhr. Wir können. Nein, jetzt sind wir wieder eine Eisprinzessin. Hier oben ist bestimmt noch eine. Ja, aber ich wollte keine Eisprinzessin sein. Ach, wir sind gar keine Eisprinzessin. Wir sind ein Tornado, stimmt. Los mit dem Thema angefangen, Marv. Ja, also, aber nur so ganz aus Versehen. Hier könnten wir... Boah, ich will eigentlich nicht mit dem Tornado kämpfen. Wir nehmen den Bombentypi. Nein, nicht töten! Bist du bekloppt, Kirby? Hör auf! Nein! Erst die Power ablegen, so war das. Aha. Bin ich auch dabei, wahrscheinlich schlafe ich nebenbei. Hä, warum? Nicht schlafen. Autsch. Autsch. Hör auf zu wirbeln. Ist doch Freitag. Samstag frei. Zwar aufstehen wegen Schalke und so, ja. Aber du hast doch noch Holy. Einfach ein bisschen Holy Energy trinken. Und dann passt das doch. Autsch. Nein, ich wollte... Okay, Glück gehabt. Weil ich so fertig sein werde morgen. Was ist denn morgen?
Warum wirst du morgen so fertig sein? Samstag früh aufstehen? Ja. Naja. Aufputschmittel ist auch nicht immer gut, sich aufputschen. Nee, nicht immer gut, aber lecker und man kann wach bleiben. Weil die Woche um ist und ich immer noch nicht fit bin. Okay. Wir haben zu wenig Missionen. Ich sag's euch, wir haben schon wieder irgendwelche Missionen übersehen. Da ist ein Gesuchtposter. Go! So. Aber wo müssen wir denn hier? Müssen wir hier lang? Aber die Zeit verlängert sich ja gar nicht. Ach so. Wir können da gar nicht hoch. Ich dachte, wir können ein bisschen abkürzen und hochfliegen. Aber nope. Hauptsache jetzt schnell. Ja, Turbo. Damit wir das noch rechtzeitig schaffen. Oh shit. Okay. Hat geklappt. Ist aber auch scheiße immer zu viel frei, wenn man zu viel Freizeit hat. Same mit Quarantäne, wenn man nicht rausgehen, ja, wenn man noch rausgehen darf, dann ist halt Freizeit und nicht arbeiten gehen, Urlaub und so halt echt cool, ne? Aber wenn du halt in der Quarantäne bist, weil du Corona hattest und auch gar nicht raus darfst, weil es uns Ärger geben würde, ist das scheiße. Das ist dann halt echt kacke. Ja, du kannst ja nichts machen, ne? Wenn du auf der Couch bist, eine Serie bei Netflix guckst oder so und denkst so, boah, jetzt so eine Tüte Chips dabei, voll geil. Kannst du ja nicht einfach aufstehen, rausgehen, dir Chips holen, weil darfst du halt nicht. Ist halt, ne, ist halt verboten, ne? Ah, da unten. Oh, diese Missionen haben hundertprozentig was mit den Kämpfen was zu tun. Aber wenn man nicht weiß, was, ist es halt super schwierig, die auf Anhieb direkt zu schaffen. Nein! Hammer, bleib bei mir! Hör auf zu werfen, du... Dober Maulwurf! Geh weg! Ja, das hast du davon. So. Ich gehe nicht oft raus, würde bei mir kaum einen Unterschied machen. Na, ich gehe halt auch... Naja... Ist bei mir halt aber auch nicht anders, ne? Ich gehe halt auch in der Woche nur raus zum Arbeiten und dann bin ich auch noch zu Hause und mache nichts mehr. Hör doch mal auf mich drauf zu springen! Nein, nein, nein! Oh, der hat mich gefressen! Oh shit. Da laden wir uns schon auf. Und dann treffen wir nicht mal mit unserem starken, aufgeladenen Sprung. Ja, geh jetzt nicht schon wieder. Jetzt haben wir ein Problem. Nein, 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 nein! Der darf uns nicht nochmal essen. Wenn der uns noch einmal isst, sind wir auch tot. Aber der da hinten liegt schon. Was denn der Pussy? Ich dachte, du bist wieder auf Arbeit, Lisa, und deine Quarantäne ist zu Ende. Nee, 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 das stimmt. Das stimmt. Ja, ja, arbeitet wieder, genau. Ich habe in der Zeit, wo ich in Quarantäne war, fiel mir die Decke auf den Kopf. Ah, gut, ich habe dann halt auch noch ein bisschen so... Was denn? Du kannst auch zocken und so. Ne, das ist halt auch noch eine gute Beschäftigung eigentlich. Aber ja, ohne einkaufen, rausgehen, spazieren, ja, das ist schon... Das kann ich schon verstehen. So, den Gang, den hier habe ich gerade schon gesehen. Hier ist auch noch irgendwas versteckt. Hä? Wir brauchen das... Wir brauchen die Eisprinzessin, yo. Bitte sei nicht weg. Oh. Ah, gut. Dann ist ja alles gut. Guild Wars 2 Silberwüste, 10 Stunden. Ja, nice. Das ist bestimmt das letzte Poster, aber... Wir haben halt noch andere Missionen nicht geschafft, ne? Einmal kurz... Ja. Ja, mal schauen, wo. Hä? Ach so, stopp. Ja, 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 okay. Wollte ich wieder einen Schritt vor dem anderen machen. Den zweiten Schritt vor dem ersten, man kennt's. Aber da kommen wir ja gar nicht hin. Brauchen wir dich?
Nein. Wir brauchen irgendwas anderes. Brauchen wir dich? Nein, da wären wir doch zur Eisprinzessin. Aua, wir kommen ja hier jetzt hier nicht durch, ne? Aber wie kommen wir denn da durch? Am Samstag wird Astralaria Buch 2 gemacht. Nice. Na, wenn du Zeit dazu hast, ne? Samstag geht's erstmal auf Schalke. Hä, wie kommen wir denn da hin? Oh. Autsch. Ja, na, Schalke. Ja, ich weiß. Aber hey, da ist doch jetzt der Wind. Was... Ah, können wir mit dem... Nee. Aber der ist ja auch nicht umsonst da, ne? Der dicker Verschnitt hier. Hm? Brauchst garantiert das Rohr. Ja, das Rohr brauche ich. Das Rohr, wenn wir den Knopf betätigt haben, kommt die Plattform hier hoch. Und damit können wir dann die Wand zerbrechen. Und da müssen wir hin. Aber ich komme mit dem Rohr nicht... Aber ich komme mit dem Rohr nicht nach da oben, weil der rollt automatisch... Nein! Ja, der rollt automatisch runter. Ich kann nichts anderes machen. Du bist nächste Woche wieder in Nordrhein-Westfalen. Ja, da musst du die Serena mal Bescheid sagen, dass wir uns mal treffen, ne? Hey, was kann ich denn gegen den... Oh, wir sind fast tot. Was kann ich denn gegen den Wind machen? Hier, Snowy ist ja auch nicht umsonst da. Ja, der Schneemann ist ja auch nicht umsonst hier, aber... Ah, Moment, ich weiß, wir müssen den einfrieren. Moment, und jetzt? Manchmal bin ich ja schon echt clever, ne? Kann man ja gar nicht anders sagen, ne? Yo! Übrigens, Marvin, haben Jesse und ich beschlossen, dass du mitkommst. Zum Japan-Tag nach Düsseldorf, oder was? Ach, habt ihr das beschlossen, ja? Jesse und du? Oh, dann bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig, oder? Ja, ist ja gut und schön, aber wir haben immer noch die anderen zwei Missionen nicht. Müssen wir eh nochmal rein. Wir locken dich mit Onigiri. Ja, wenn ihr mir das Onigiri auch noch bezahlt, dann kann man darüber sprechen, ne? Aber mit Onigiri kann man mich locken, ja, das stimmt. Besiege Doppelwilder Eisbett ohne... Oh gosh. Den Doppelwilder Eisbett ohne getroffen zu werden. Was ist dann die letzte Mission noch? Was ist das schon wieder? Onigiri? Was Onigiri ist? Ich glaube, sie meint Onigiri, oder? Dieser Scharfschütze greift nicht nach den Sternen. Er verschießt sie selber. Halte den Knopf zum Zielen und Aufladen der Schüsse gedrückt. Je länger, umso größer die Sterne. Onigiri ist lecker. Kennst du diese Reisdreiecke, die man bei Pokémon isst oder sowas? So, wo, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Musst du mal googeln, Onigiri, dann siehst du, was das ist. Das sind diese Reisdreiecke mit Algenummantelung oder sowas, die noch so Geschmackfüllungen innen drin haben. Das ist halt japanisches Essen. Weißt du, was du meinst? Das heißt Onigiri, ja. Listige Leopardin Tazandra. Bei ihrer ersten Begegnung im Vundaria-Zirkus fuhr Tazandra sofort ihre Krallen aus. Obwohl sie eigentlich dem Anführer des Bestienrudels untersteht, gab sie der Versuchung nach, selbst Jagd auf Kirby zu machen. Ihre Anmut und Ständigkeit haben ihr im Rudel bereits viele Fans beschert. Ist halt wie eine Art Sushi, nur halt nicht gerollt, sondern in Dreieckform. Eigentlich kann man sagen, fast das gleiche wie Sushi, nur in einer anderen Form, ein bisschen größer und so.